Und da sind wir auch schon bei der vorläufig dritten und letzten Folge, bis ihr euch entschieden habt für eins der zwei Spiele, Mirror's Edge oder Jurassic Park. Aber jetzt gehen wir in die Action rein und laufen. Denn laufen? Um ihr Leben. Seien Sie nicht so dramatisch. Eigentlich sieht er ja ganz süß aus, nicht wahr? Ist es weg? Es ist weg. Oh ja. Siehst du das? So macht man das. Ja! Das steht dir recht, du Mistvieh! Jetzt geht er aber ab, ey. Sie kennen den Plan. Meine Jungs schicken ein Boot. Wir geben ihnen den Behälter, werden bezahlt und gehen nach Hause. Wir können nicht zum Treffpunkt gehen. Nicht mit all diesen Monstros in der Gegend. Genau, wir nehmen das Auto. Bringen Sie das Auto her. Ich bleibe hier und gebe Ihnen Deckung. Oh Mann, das ist ein alter Feigling. Wer hat jetzt Angst, hä? Du? Tja. Tja, da hängt wohl was fest. Geschafft. Nein, nein, die Stelle hier ist perfekt. Beide Seiten im Blick. Schuss weg. Vollidiot. Der hört aber auch nicht mal zu, ne? Tja. Umgebracht. Sie hätten besser aufpassen sollen. Oh. Kein Licht mehr. Das Licht ist aus. Ich kann nichts sehen, verdammt. Wir sitzen fest und ich. Oh Mann, ich muss schon wieder genießen. Ich brauche Licht. Ich sehe nichts. War das. Entschuldigung. Ich musste gerade die Aufnahme abbrechen. Ich wollte euch nicht ins Mikro niesen. Nein, Oh Mann, ich habe mich wieder erkältet oder so. Okay. Oder immer noch. Was weiß ich denn? Gott, ich will nicht hier halt, sein. Maul! Gefressen nein. Werden. Ich hätte das Boot nicht verloren. Was? Was? Ich habe einen Plan. Plan? Was für ein Plan? Gib mir mal die Waffe. Geben Sie mir die Waffe. Meine Waffe? Sehr, sehr witzig. Ihnen meine Waffe geben. Dann laufen wir halt weg. Wir versuchen zu rennen. Rennen? Wohin denn? Ich kann nichts sehen. Wir müssen nur das Auto starten und hier wegfahren. Den Wagen starten? Ja, okay. Tja. Kann ich. Er springt ich kann auf. Nicht. Was jetzt? Ich repariere. Ich repariere das. Reparieren das Auto im Dunkeln? Ja, genau. Hier ist ein loses Batteriekabel. Was soll das heißen? Wo ist die Batterie? Oh. Da, na? Ich glaube, Sie sollten sich beeilen. Ja, ja. Das ist es. Ich mache es fest. Es ist gemein, wenn das so verruckelt. So, schnell festmachen. Ja, also. Okay. Gracias a Dios. Was? Oh Gott! Okay, machen wir uns noch mal bereit. Ah, das sind aber viele. Oh Mann. Lau. Es sind einfach zu viele. Was schlagen Sie vor? Zum Jeep rennen. Warten Sie auf mein Zeichen und dann rennen Sie zum Wagen. Wenn wir zum Auto rennen, treffen wir auf die Dinosaurier. Sie haben recht. Wir müssen sie weglocken. Sie ablenken.
ablenken? Okay, ja, ja, bin dabei. Los geht's, Jungs! Abendessen! Hijo de Vera! Ja, schnell auslaufen. Uiuiui. Tja, das hat er davon, dass wir das Abendessen sein sollten. Beeil dich, Mädchen. Weg mit dir. Lass mich zum Auto. Ja, Bart. Armer Dino. Schnell zu. Schnell. Spring an. Los, du Scheißkarre, spring an. Ich schaffe das. Ja, ja. Los. Kupplung. Und jetzt spring an. Spring an. Ach du Scheiße. Andale, por favor, arranca. Vamos. Whatever. Ha. Geschafft. Weg hier. Dino. Ups. Na ganz toll. Das hat sich ja gelohnt. Oh. Aber es wird schon mal actionreicher wieder. Nicht wahr? Au! Oha. Was hat die da wohl vertrieben? Tyrannosaurus klingt anders. Nicht wahr? Ja, schnaufen wir erstmal durch. Wir haben ja die Zeit. Und nehmen den Rasierschaum. Der natürlich keiner ist. Huhu. Okay. Oh. Autsch. Das tut sicherlich weh. Genau, und jetzt einmal quer durch den Dschungel. Oh. Und wir sind offiziell zu spät. Ich war fertig, wie du gesagt hast. Ich konnte nur meinen CD-Player nicht finden. Alles in Ordnung, Liebling. Sie fahren nicht ohne uns. Uns? Du kommst mit nach Dallas? Oh, nur mit aufs Festland. Ich muss nach dem Sturm wieder zurück. Ich fahre dich zum Flughafen. Cool. Ja, so ist es halt. Die Lichter am Zaun sind aus. Ist das was Schlechtes? Sicher ist alles in Ordnung. Die müssen wohl ausgetauscht werden. Na dann. Sicherheit. Die DJs hier draußen sind nicht so toll, oder? Morgen nicht möglich. Ah, die ist aber sehr glücklich, die Frau. Was haben wir denn? Das Wetter. Ja, mit dem klaren Himmel hatte ich mich wohl etwas verschätzt. Hoffentlich haben sie Kotztüten an Bord. Was ist los, Süße? Also, zu Hause alles in Ordnung? Wie läuft's in der Schule? Ich weiß nicht, langweilig. Ich habe bald einen großen Spanisch-Test. Da kann ich dir nicht helfen, aber deine Mutter kann etwas Spanisch. Ach komm, Kopf hoch. Wenn der Park eröffnet wird, gibt es viel mehr zu sehen. Dann kannst du wieder vorbeikommen. Klar, das klingt gut. Hör zu, Jess. Ich habe so viel gearbeitet. Wir hatten kaum Zeit zu reden. Oh. Jess, deine Mom hat mir von dem Ladendiebstahl erzählt. Das war nur Spaß. Ich habe nichts Wertvolles genommen. Was hat sie gesagt? Ach, sie übertreibt. Du weißt, wie sie ist. Alles ist immer gleich ein Drama. Aber es war ein Schock, ihr kleines Mädchen auf der Polizeiwache zu sehen. Ich weiß, ich bin eine Niete. Liebling, nein, nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich will nur, ich möchte, dass du versprichst. Puh,
gerade so geschafft. Letztes Mal habe ich sie angefahren. Ist sie tot? Nein, sie lebt. Sie atmet. Da hatte ich nur die Hand an der Maus und die andere Hand war mit keine Ahnung was beschäftigt. Und hallo, ja. Hören Sie mich? Seltsam. Es ist wie eine Art... Urs. Sie braucht medizinische Versorgung. Wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Wer ist das? Kennst du sie? Ich kann mich nicht an sie erinnern, aber das ist egal. Meinst du das ernst, dass du den Wagen fahren kannst? Oh ja, das kann ich. Mom weiß es nicht, aber... Schon okay. Setz dich einfach ans Steuer. Und mach mir keine Angst. Okay. Und zwar schnell am besten. In Ordnung. Komm, Schatz, wir bringen sie heraus. Fahren wir. Kleines Mädchen am Steuer. Ich habe sie nicht angefahren, oder? Nein, wir waren das nicht. Hier ist irgendwas anderes passiert. Hä? Wieso sie? Nur für ihre Vitalfunktion. Bleib ruhig und folge den Schildern, okay? Okay, kein Problem. Okay. Munde? Was ist das? Was? Sieht aus wie eine Bissmunde. Gebissen? Du meinst von einem Dinosaurier? Ich weiß nicht. Die Flecken sind ein Hinweis auf Gift, aber das ist kein Dilophosaurus-Biss. Und keine der anderen Dinosaurier ist giftig. Ich glaube, ich will nicht mehr hier draußen sein. Aber wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Ah, da. Radikaler Herzschlag. Puls ist runter auf 33. Wer von euch ist ein Arzt und versteht, was sie... Och nein. Ja. Das war mein nerviger Klingelton, damit ich auch immer mitbekomme, wenn das Handy klingelt. Verdammt. Ja, weiter geht's. Oh. Was ist mit ihren Augen los? Ich weiß nicht. Es ist wie eine Reaktion auf eine parasitäre Infektion. Vielleicht, keine Ahnung. Toxoplasmose. Aber das erklärt ihre Symptome nicht. Kommen Sie schon. Bleiben Sie bei mir. Sie, ich muss diese Wunde reinigen. Fahr bitte weiter so vorsichtig. Okay. Boah, also ich finde, fährt ziemlich schnell. Ne. Ja, das könnte jetzt wehtun. Alejo de mí. Alles in Ordnung. Ganz ruhig. Kommen Sie schon. Ich muss die Wunde reinigen. Ich bin ein Arzt. Hey, hören Sie mir zu. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Alejo de mí. Nein, hören Sie. Ich bin Arzt. Ich kümmere mich darum. Medico? Medico? Sie, Medico. Ich werde Ihre Wunde desinfizieren, okay? Lassen Sie mich Ihnen helfen. Und das sollte die Infektion aufhalten. Ich weiß nicht, was Sie da draußen gemacht haben. Es ist okay. Sie erleiden einen Schock, aber das kann ich aufhalten. Okay. Das ist nicht gut. So auf die Straße. What the fuck? Das hat nur Spritze. So. Spritzen tun wir sie noch und mehr sehen wir dann in der nächsten Folge, meine Freunde. Wohin spritzen wir sie? Dahin? Oh Gott, jetzt muss ich auch noch treffen. Da. Es ist gemein, wenn die so schnell fährt. Shit. Fahr mal langsamer, Mädchen. Jess, hör zu. Ich muss dir eine Spritze geben. Und ich muss die Vene treffen. Bitte keine Details. Fahr langsamer, damit ich treffe. Danke. So, ups, da ist es doch. So. Okay. Sollen Sie erstmal stabilisieren, bis wir im Besucherzentrum sind. Okay, ich werde Sie bandagieren. Damit, meine Freunde... Sag Mom, ich bin bereit für die Fahrschule, in Ordnung? Ich glaube, das muss Mom nicht unbedingt wissen. beende ich die Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und denkt dran, ihr habt die Wahl zwischen diesem Spiel und aber das Mirror's Edge. Stimmt doch einfach auf meinem Blog ab. Vielleicht fressen ein paar der Dinosaurier giftige Pflanzen. Jess, warum halten wir an? Und falls ihr für dieses Spiel stimmt, könnten wir irgendwas in diese Richtung beim nächsten Mal erleben. Aber bis dahin, tschüss. Wunderschön.